ins Rentenpaket. Mit dem Rentenpaket setzt die Große Koalition zentrale Verbesserungen im Rentenrecht durch, die wir den Bürgerinnen und Bürgern schon im Wahlkampf versprochen haben. Mehr Mütterrente, Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente, also für diejenigen, die wegen Unfall oder Krankheit vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen. Und drittens eine Entlastung für die Geringverdiener bis 1.300 Euro, die künftig weniger Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen. Also im Gesetzentwurf steht jetzt, das Rentenniveau wird bei 48% gehalten. Das bedeutet, dass die Rentner und Rentner in den kommenden Jahren damit rechnen können, dass sie immer mindestens so viel Rentenerhöhung bekommen, wie auch Lohnerhöhungen gewährt worden ist. Und den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern sagen wir, der Beitrag in der Rentenversicherung wird auf jeden Fall nicht über 20% ansteigen. Auch in der Arbeitslosenversicherung haben wir dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung deutliche Überschüsse. Und deswegen können wir den Arbeitslosenversicherungsbeitrag so absenken, dass diese Überschüsse auch weiter erhalten bleiben, aber trotzdem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Unternehmen weniger Beiträge entrichten müssen. Wir finden, 0,5 bis 0,6% Absenkung ist möglich und sollte jetzt schnell realisiert werden.